Wir sprechen über den Qualitätsbereich Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner. Dieser Qualitätsbereich gehört zu den 6 Qualitätsbereichen des Deutschen Schulpreises. Sie beide sind Autoren im Handbuch Gute Schulen. Und ich möchte Sie gerne fragen, alleine in Nordrhein-Westfalen verbringen in diesem Schuljahr rund 800.000 Kinder auch den Nachmittag in der Schule. Schule wird damit zu einem Lebensraum, der weit über Unterricht hinausgeht. Was weiß man darüber, wie sich ein gutes Klima auf die Leistung der Schülerinnen und Schüler auswirkt? Wir wissen aus den PISA-Studien, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Mathematikleistung und dem Schulklima. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht linear. Wir können beobachten, dass in der Gruppe der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern durchaus das Zusammengehörigkeitsgefühl zur Schule und die Bindung an die Schule nicht sehr stark ausgeprägt sind, während wir das bei den leistungsstarken Schülern im Umkehrschluss nicht beobachten können. Das heißt, gute Schülerinnen und Schüler müssen nicht zwangsläufig gut an die Schule gebunden sein und ein gemeinsames Gefühl von wir in der Klasse entwickeln. Das ist vielleicht verblüffend und irritierend, aber man muss das in der Tat zur Kenntnis nehmen. Es gab in früheren Zeiten immer den Vorwurf gegenüber der Pädagogik, dass es so etwas gibt wie ein Kuschel- und ein Wohlfühlklima. Und damit war immer die Vorstellung verbunden, in Klassen, in denen sich die Schüler in einer Weise entspannt fühlen, wird nicht gut gelernt. Das stimmt und stimmt zugleich nicht. Man muss die Frage, wenn man sie tatsächlich konkret beantworten will, sehr fallbezogen beantworten. Aber man kann, wenn ich noch mal nachfragen darf, es darauf hinzuspitzen, dass wenn man jetzt Schüler unterstützen möchte, die nicht so leistungsstark sind, dass denen ein gutes Klima doch sehr entgegenkommt. Das kann man in jedem Fall sagen und man muss es sagen. An der Frage, die Sie gestellt haben, ist eine kleine Problematik zu erkennen. Es geht bei der Schule ja nicht nur darum, nur die Lernleistung zu fördern, sondern es geht bei der Schule auch insbesondere darum, die soziale und die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern zu stärken. Und wenn man diesen Aspekt in den Vordergrund drückt, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass ein gutes Sozialklima die Folge ist einer gut integrierten Schulgemeinschaft und dass diese Art des gemeinsamen Miteinanders die soziale Kompetenzentwicklung unterstützt und fördert. Sofern die Schule, das muss man wirklich einschränkend sagen, besonderen Wert darauf legt, dass die gemeinsamen Beziehungen pädagogisch gestaltet werden. Das ist eigentlich die zentrale Voraussetzung. Gutes soziales Klima, haben Sie gesagt. Jetzt wissen wir, dass seit PISA, also seit ungefähr 15 Jahren, Schulen alles Mögliche messen, viel stärker als vorher. Wie sind Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen, Frau Wolters? Reflektieren Schulen eigentlich ihr Schulleben und ihr Schulklima? Und wenn sie das tun, wie gehen sie dabei vor? Also grundsätzlich kann man vielleicht Folgendes sagen, dass die schulische Alltagswelt ja sehr komplex ist. Und wenn man eins feststellen darf, dass Schulen, die sich im Raum des Kontextes vom Deutschen Schulpreis bewegen, kann man hier feststellen, dass diese Schulen das auf jeden Fall machen. Nun ist natürlich die schulische Alltagswelt so komplex, sodass man nicht sagen kann, ja, wir gucken einfach mal, wie wohl fühlen wir uns. Ja? Das funktioniert natürlich nicht. Insofern machen gute Schulen oder erfolgreiche Schulen das immer, ich sag mal, aspektbezogen. Also was man machen kann und machen sollte, ist immer die Fragen, die es betrifft. Und das sind, ich sag mal, was die Alltagswelt betrifft, die tägliche Alltagswelt, sind das Schülerinnen und Schüler, aber mindestens genauso Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiter, der Hausmeister, alle, die mit Schule zu tun haben. Und die Frage stellt sich, was macht die Schule, welche Konzepte, wie Sie gesagt haben, was entwickelt die Schule und wie kann sie das jetzt abfragen? Und das kann sie nur in Teilaspekten machen. Und da sind Sie gut beraten, wenn Sie sich da, ich sag mal, selber etwas ausdenken, Fragebögen, Feedbackbögen, alle möglichen Dinge entwickeln da Schulen. Oder aber, was die auch machen, holen sich Experten von außen, die mal von außen gucken, wie wirkt das, was wir hier tun. Sie hatten gerade schon gesagt, man muss sich bestimmte Aspekte anschauen, sonst kann man einen Begriff wie Schulklima, Schulleben nicht erfassen. Welche Aspekte könnten das sein? Insofern machen Schulen, die erfolgreich sind, Folgendes. Sie fragen das, was sie entwickelt haben, regelmäßig ab. Und sie fragen dann, wenn man so will, die unmittelbar oder mittelbar Betroffenen.
Ja? Und dann weiß man, ich bringe mal ein Beispiel, die Fürstwaldschulen in Mössingen, die machen 4-mal im Jahr eine Schülervollversammlung mit Lob, Kritik und sonstigen Dingen. Und da werden, ich sage mal, Dinge geboren. Gibt es Initialzündungen, das Ganze wird erprobt und dann wird es auch evaluiert. Das machen die systematisch. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt an der Sache, dass man es systematisch macht. Ja? Ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, dass die Kinder und Jugendlichen ja wirklich deutlich länger als frühere Generationen in der Schule sich aufhalten. Jetzt sind Sie, Herr Veit, auch Sozialisationsforscher. Was bedeutet das eigentlich für eine Generation von Schülerinnen und Schülern, die sehr lange in Gemeinschaft sind? Also man könnte sich ja zum Beispiel erhoffen, dass sie demokratiefähiger werden. Weiß man dazu etwas? Das wäre natürlich ein schöner und frommer Wunsch. Man muss auch hier sehr differenziert darauf antworten. Es hängt entscheidend davon ab, wie die Zeit in der Schule gemeinsam gestaltet wird. Das ist im Grunde die gleiche Problematik, die sich vorhin beim Schulklima geltend gemacht hat. Wenn Schule Gemeinschaft initiiert, muss es eine gestaltete Gemeinschaft sein. Wenn es eine gestaltete Gemeinschaft ist, empfinden die Einzelnen, die in der Schule sind, die Zeit als schnellläufig. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es eine entsetzliche Langeweile mit allen negativen, problematischen Folgeerscheinungen. Ich würde gerne. Die Frage nach der Demokratiefähigkeit, die Sie gestellt haben, hängt direkt damit zusammen. Ja. Man kann nicht davon ausgehen, dass die längere Verweildauer in Schule in irgendeiner Weise soziales Verhalten begünstigt. Das entscheidende Kriterium ist immer, ob es der Schule gelingt und ob sie es will, dass das gemeinsame Miteinander pädagogisch gestaltet wird. Wenn das der Fall ist, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Schulen soziales Verhalten, soziales Lernen unterstützen mit demokratiepädagogischen Konzepten. Und wenn das wiederum der Fall ist, wird es eine Kultur von Anerkennung und von Mitbestimmung geben. Und wenn das wiederum der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass das Setting demokratieförderlich wirkt. Das ist aber sehr voraussetzungsreich. Also man kann in diesem Falle auch nicht so direkt sagen, ja, vermehrte Zeit in der Schule führt zwangsläufig dazu, dass soziales Lernen in einem günstigen, förderlichen Sinne eintritt. Fallen Ihnen beiden Beispiele ein, wo Sie sagen, da funktioniert es so gut, dass es einen Mehrwert gibt von dem länger gemeinsam in der Schule sein? Na, ich nehme die Ganztagsschule Wolmirstedt. Also da lernen Schülerinnen und Schüler verantwortungsvoll, sich frei zu bewegen im Lernraum Schule. Also was auch immer der Lernraum an der Stelle ist, ob es der Klassenraum ist, das Schulgelände oder auch außerhalb des Schulgeländes. Und die Schule hat zum Beispiel etwas entwickelt mit sogenannten Berechtigungskarten, sich in einer bestimmten Form zu bewegen. Das heißt, je mehr Freiraum ich habe und die Freiheit auch gut nutze, umso größer ist mein Spielraum, mich zu bewegen und mich zu betätigen. Wollen wir noch mal ganz konkret auf diesen Qualitätsbereich Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner schauen? Es fällt ja doch auf, dass es immer mehr Schulen gibt, die sich nicht mehr als geschlossener Kosmos verstehen, sondern sich nach außen öffnen. Wenn jetzt eine Schule sagt, wir möchten uns mehr dem Stadtteil zuwidmen, wir möchten eine Schule im Kiez oder im Stadtteil werden. Was kann sie tun? Wie kann sie vorgehen? Also das, was sie tun sollte, ist, dass man die fragt, die da jeden Tag hinkommen. Denn die sind Experten in eigener Sache. Die kennen ihren Kiez, die kennen ihr Umfeld und die wissen, ich sage mal, was also besonders gut läuft, wo man hingehen kann, wo bestimmte Brennpunkte sind, was man vielleicht regeln kann. Und dann lernen sie vielleicht auch, wenn man sich einbringen möchte, etwas, ich sag mal, demokratisch durchzusetzen, also dem Stadtteilbürgermeister einen Vorschlag zu machen. Oder aber bin ich, ich sag mal, bei einem Beispiel, eine Schule in unserem, im Bundesland Sachsen-Anhalt, die also regelmäßig zu Schulfesten und Weihnachtsfeiern eben die Menschen, die dort um die Schule drumherum wohnen, bewusst einladen und mit denen ins Gespräch kommen. Also ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler eine ganze Menge an Ideen haben und Lehrerinnen und Lehrer sich mehr zurücknehmen sollten an der Stelle und dann vielleicht auch den Mut haben, das auszuprobieren. Also
was wird in der Schule gemacht, Berichte darüber, möglichst, dass Schülerinnen und Schüler das tun. Und das also, ich sag mal, mit der regionalen Zeitung zusammen oder auf der Homepage. Also einfach über diese Prozesse, die da laufen, mit in der Schule und mit anderen Partnern in der Umgebung, dass man die einfach auch dokumentiert. Und dann freuen sich im Prinzip alle miteinander. Dankeschön.